So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben bei Child of Light. Im letzten Part haben wir ja diese eine Schwester oder Stiefschwester von Aurora besiegt. Die war uns ja den Mond schuldig, also hat den Mond besetzt sozusagen oder bewacht, wie gesagt. Dann haben wir von der zurückgeholt. Ja, okay, wir haben jetzt wieder Windfront. Jetzt sind wir in dieses neue Gebiet gegangen, in die Tiefen und sozusagen auf der Suche nach der Sonne. Das ist das nächste Stück, was wir befreien müssen. Das erinnert einen schon ziemlich stark an Orient the Blind Forest, muss man sagen. Von der ganzen Sache her. Da ist auch darum gegangen, die Elemente zu befreien. Und hier befreien wir anstatt Elemente Sonne und Mond und Sonne. Jetzt sind es auch noch die Sterne, weiß man nicht. Jetzt ist das Viech markiert, ich glaube, ich freck. Kann man den noch? Kann man den noch? Kann man den noch? Ja, den kann man noch. Alter, das Drecksding. Ist das magieresistent? Den haben wir unterbrochen. Den jetzt auch. Ey, lass die Aurora in Ruhe. Brauchen wir noch. Genau, das ist verdient. Genau, den haben wir nämlich jetzt down. Aber jetzt haben wir auf der Aurora noch richtig fette Attacke drauf. Dann ist der down. Hat doch ganz gut geklappt. Das Leveln funktioniert wie geschmiert. Verteidigen, den Baum wir auf jeden Fall haben. Für Nahkampf. Hier machen wir noch die Heilung voll, genau. Hat Fendek schon mal tipptopp. Machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Ich habe keinen Dunst, was ich hier mache mit dem. Weil das könnte man hier noch weiter machen, das Statusleiden reduzieren. Dem wollte ich das auch noch machen, jawohl. Alter, was ist das? Neues Dorf. Ja. Der kann doch mal gar nichts. So. Würde mich nur ein bisschen an, dass der da die ganze Zeit die Dinge hat. Den ersten Schlag. Den hätte ich gerne mal an der Aurora geben. Alter, wieso mache ich den Hieb überhaupt? Die sind doch Nahkampf relativ resistent. Scheiße. Ja, wir haben den richtigen Angriff, der sich verteidigen konnte. Alter, ach so, bei dem Todesangriff. Weil ich hab mir das gewusst, gell? Hat man die Angriffe ein bisschen anders da gemacht. Aber so ist das Leben. Ja, na, topfit. B6. Ja, Stufe 1, gell? Sternlich durch Stufe 2. Das sind wir stärker. Aber gegen die machen wir 307. Wir wollen den anderen Angriff ausprobieren, ob der stärker ist. So.
Ah, da oben haben wir ein bisschen was vergessen für die MP. Ein neues Dorf, juhu! Wo haben sich nur alle verborgen? Verwandle in Vögel, ich mache mir Sorgen. Oh, vielleicht kann man sich das alles billig besorgen. Der Denschel muss uns klauen. Ein Feuer! Herz entflammt inmitten der Gemäuer. Was sind das für Typen? Oh, hallo Mädchen. Wie lautet dein Name? Psst, Vorsicht, ihr weckt den Unhold. Hinter deinem Rücken, ist das ein Spiel, kleine Dame? Alter Mann. Genoveva, komm her, du bist noch zu klein. Nein, ich gehe hinein. Sie hört wieder nicht zu. Wie eh und je. Hier ist Rust, mich nennt man Gen. Ich bin Aurora. Tut der Unhold euch weh? Weh? Das ganze Dorf schleppte er fort. Der Unhold bewacht die Höhlen inmitten der See. Immer wenn er hungrig ist, kommt in unser Dorf. Oh je, oh je. Vor dem Kind mag ich's nicht sagen. Tief hinab in das Meereskrater zog er meine Mutter und auch Vater. Doch atmen sie unter Wasser ohne Mühe. Wir sind Zauberer mit Rabe und Kater. Genoveva, ich bliebe als einzige übrig. Aurora, bringst du zurück Papa und Mama? Das werde ich, Kind, sei ohne Sorge. Jetzt bin ich glücklich, hurra. Mich reizt all diese Häuser mitsamt ihrem Keller. Ich böt deinen Eltern dafür ein paar Heller. Er denkt bloß ans Geld, der Drecksack. Aber nicht als Nebenaufgabe drin. Da kann man mit denen nochmal irgendwie reden oder sowas. Darf ich deine Flügel berühren? Dann werde ich sicher einen Schauder verspüren. Werdet ihr auch gut aufpassen? Sicher, ihr könnt euch drauf verlassen. Okay, unwichtig. Wir haben da auch mal eine Karte. Ich dachte, dass wir gründlicher werden. 4 von 10, aber gerade mal 4 von 10 Sternen drauf. Okay, Mathildas Wald. Da waren wir wirklich nicht grün. Vielleicht werde ich da mal noch vorbeischauen. Aber es ist ja kein 100% Run. Das war die falsche Richtung, Leute. Kann man jetzt mal die Häuser ab, um hier noch was finden. So, Erstschlag, 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 yay. Jawohl, der läuft. Der gehört jetzt uns. Vielleicht geht er sogar schon down. Jawohl. Vertragen Sie mir feuerresistent? Wir können ihn nur knapp überholen. Mal schauen, ob wir hier nicht durchkommen. Recht langen Angriff genommen. Jawohl, den können wir noch überholen mit dem Angriff. Jawohl, ausgelöscht. Die können doch nichts, die Schweine. Ja, Schwein, das war wirklich ein Schwein. Ich kenne noch mehr von diesen Lichtsteinen. Ah, wir haben Fertigkeiten. Yay. Bald können wir wieder fett heilen. Bald können wir auch das benutzen. Jawohl, es läuft langsam. Ich bin schon die nächste Sau.
Hier können wir nirgends rein. Unten ist eine Truhe, jawohl. Überraschungsangriff, da 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 da. Bitte, Aurora. Ja, top. Können wir schon den ersten großen Hit landen. Krüttel. Schade, den hätte ich gerne noch down gekriegt. Dann konzentriert er mit Aurora auf den rechten hier. Weil der linke, der ist eh schon fast da, den können wir nochmal einen Angriff auch kriegen. Geht jetzt der andere auch noch auf den Angus. Oder soll es am auch recht sein? Jawohl, und schon haben wir es. Läuft schon sehr gut. Im Endeffekt reines Mobs-Schlachten schon fast. So. Bruder, was ist deine Prinzessin? Ganz einfach die Tochter einer Königin, Ignikulus. Oh. Ganz intelligenter Kerl. Warum lässt du mich hier in der Luft? Ich dachte, ich hätte ihn gefunden. Den Weg heim. Oh. Ich hatte Angst. Manchmal wächst man auf sich gestellt ganz allein. Okay. Und die brauchen wir Nahkampfschaden. Ich möchte mal einen Hit gegen alle probieren. Ja, der läuft. Ja, sind zwei ausgewogen von denen, Drecks zu Idioten. Aber ja, Aurora auch. Tipptopp. Die reiten doch alle irgendwas vor. Lass uns sie kommen, das können uns. Genau, jetzt haben wir sie Fell voll drin. Das hat wunderbar funktioniert. Eigentlich funktioniert auch mal so ein Ding, wie ich das wollte. Ja genau, jetzt muss ich den Angriff nochmal machen. Den werden wir jetzt so timen, dass wir den wieder unterbrechen. Jawohl. Na, der wird jetzt wahrscheinlich wieder versuchen, Kraft zu sammeln. Alter, fick dich, Mann. Genau, hast voll verdient. Scheint auch ein bisschen alles abzukriegen können, der Kerl, oder? Jawohl, da wurden wir jetzt richtig mächtig. Das gefällt mir, das ist sehr prächtig. Genau, hier müssen wir dann hier nochmal Magieaufwertung, nochmal verteidigen und dann können wir endlich die Angriffe machen, die ich möchte. So. Alter, das kostet 2. Achso. Jetzt haben wir erstmal Oberrüppeln alle auf Level 2. Okay. Das war diese Höhle, oder? Rechts zum Zimbelmeer. Links zum vergessenen Turm. Was ist das hier? Es wird diese Höhle sein. Alter, richtig geil. Okay.
Okay. Und jetzt? Alter. Haben wir doch. Geil, den Staub mitgenommen. Gott sei Dank sind wir, haben wir recht lange Pause drin, haben wir uns. Damit wir wieder zurückgeschleudert werden. Ich weiß, wo wir da hin müssen. Das ist echt lästig. Alter, müssen wir sind jetzt. Alter, ist das nicht dein Ernst, oder? Okay, müssen wir schnell sein. Jawohl. Müssen wir zwei Dinge schauen, aber schaffen wir auf einmal. Okay, das haben wir vergeigt. So, ich komm her. Jawohl, das haben wir geschafft und durch. Yay! Haufen Schätze, wa? Schilfende Zitrin, jawohl. So muss das laufen. Schau, sind wir wieder draußen. Hey, da läuft da wie geschmiert. Ich hab wieder neue Kuli. Hey, hätte man schon längst den neuen herstellen können. So, wo haben wir denn den großen? Wo haben wir denn unseren Nahkämpfer? Einen brauchen wir noch. Alter, wir könnten aber hier noch einen herstellen. Rora hat so einen. Gott, Gott, Gott. Das ist nicht so einfach. Können wir hier noch eine erstellen? Dann haben wir hier noch drei rote. Okay. Was ist das? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient die als eine Art Zeichen. Haben wir ja schon mal gesehen, sowas ähnliches. Komisch, komisch, komisch. Kalmen wir uns doch den hier gleich. Dreckigen Schuft. So, schauen wir doch mal. Jawohl, haben wir noch zurückgesetzt, jawohl, das wollte ich haben, genau so. Der ist nämlich jetzt beschleunigt. Greifen wir einfach alle an. Sollte sich das vielleicht sogar schon erledigt haben. Mit dem Flugvieh zumindest. Aber der kann jetzt angreifen. Das werden wir überleben. Hilflos werden wir eh schon nicht für Energie brauchen. Können wir doch gleich mal unsere Ressourcen richtig gut nutzen. Und da Vollgas reinrahmen. Den richtig auf die Fresse hauen. Noch ein Level, dann können wir das machen. Und dann. Verteidigung. Müssen wir mal schauen. Und dann nicht hier das noch machen.
Aber hier will ich auch gerne ein bisschen mal bei. Ich würde sagen, wir machen fast das mit dem Kuss des Todes, weil dann haben wir hier schon 15%, hier haben wir 20%. Das ist sogar schon fast rentieren. Okay Leute, schaut so aus, ob wir fast jetzt in dem Stelle hin sind, wo wir hin sollten. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut. Und im nächsten Part gehen wir dann weiter und kümmern uns um diesen Unhold. Also dann, ciao Leute.